15% der Weltbevölkerung sind von Hörverlust betroffen. 80% davon leben in Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen. Jedes Jahr werden über 665.000 Kinder mit einem signifikanten Hörverlust geboren. Kinder in Entwicklungsländern, die von Hörverlust betroffen sind, haben kaum Perspektiven für ihre Zukunft. Denn wer nicht gut hört, hat Probleme, Sprache zu erlernen und damit nur geringe Chancen auf Schulbildung und eine altersgerechte Entwicklung. Die Folgen sind gravierend und reichen bis hin zu einem Leben in sozialer Isolation und Armut. Mit der Hear the World Foundation setzen wir uns weltweit für Chancengleichheit und mehr Lebensqualität von Menschen mit Hörverlust ein. Ganz besonders liegen uns dabei Projekte am Herzen, die Kindern mit Hörverlust eine Perspektive auf eine bessere Zukunft eröffnen. Und wer schon einmal erlebt hat, wie ein Kind zum ersten Mal in seinem Leben hören kann, der weiß, wie wichtig dieses Engagement ist. Seit 2006 hat die Hear the World Foundation bereits über 55 Projekte auf allen 5 Kontinenten und damit Tausende von Menschen mit Hörverlust unterstützt. Entscheidende Auswahlkriterien sind dabei die Aspekte Nachhaltigkeit und Hilfe zur Selbsthilfe. Ein Schwerpunkt der Arbeit der Hear the World Foundation liegt auf der hörmedizinischen Versorgung von bedürftigen Kindern mit Hörverlust. Hier stellt die Stiftung Hörgeräte bereit und organisiert eine kontinuierliche Betreuung in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern wie HNO-Ärzten, Hörgeräteakustikern und Sprachtherapeuten. So wird erreicht, dass Kinder mit Hörverlust dauerhaft professionell versorgt werden und eine echte Chance auf ein besseres Leben erhalten. Darüber hinaus unterstützt die Stiftung Projekte im Bereich der Hörgesundheit mit den Schwerpunkten Programme für Eltern und Familien, Prävention von Hörverlust und Ausbildung von Experten. Hear the World wird mittlerweile von über 70 prominenten Botschaftern unterstützt. Sie alle wurden von Rocklegende und Fotograf Bryan Adams in der Pose für bewusstes Hören fotografiert. Dazu zählen Stars wie Sting, Annie Lennox, Peter Gabriel, Frida Pinto, Bobby McFerrin, Take That und viele, viele mehr. Sie alle tragen dazu bei, auf die Bedeutung guten Hörens aufmerksam zu machen. Einige Botschafter wie der Schweizer Musiker Patrick Nuo engagieren sich zudem für einzelne Projekte der Stiftung. So hat Patrick die Patenschaft für Kinder mit Hörverlust in Kenias Hauptstadt Nairobi übernommen. Wir sind hier im zweitgrößten Slum von Nairobi. Auch hier werden Kinder und Patienten unterstützt von Hear the World. Es fühlt sich anders an als die Bilder, die man kennt aus dem Fernsehen. Es ist wirklich eine riesen Lektion in Demut. Wir von Sonova, dem führenden Hersteller innovativer Hörlösungen, sehen uns in einer großen sozialen Verantwortung allen Menschen gegenüber, die von Hörverlust betroffen sind. Mit Hear the World wollen wir einen Beitrag zu einer Welt leisten, in der das Gehör geschätzt und geschützt wird und jeder Mensch die Chance auf gutes Hören hat. Gemeinsam mit unseren prominenten Botschaftern, Projektpartnern und engagierten Mitarbeitern konnten wir schon viel bewegen. Dies soll aber erst der Anfang sein, denn es gibt noch viel zu tun. Mehr zu Hear the World und wie auch Sie sich engagieren können, damit möglichst viele Menschen die Welt wieder hören, finden Sie unter heartheworld.com.